was ich euch schon immer mal sagen wollte. Oder eher, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Oder eher, was ich dir jeden Tag sage, aber du hörst mir nicht zu. Willst mir nicht zuhören. Du sitzt auf der Couch. Wo solltest du auch sonst sein? Du bist in deinem Zimmer. Wo solltest du auch sonst hin? Du schaust die nächste Episode dieser Serie, die dich semi-interessiert. Was könntest du denn auch sonst mit diesem Moment machen? Doch kurz bevor du auf die nächste Episode klicken kannst, spürst du mich, nicht wahr? In dem Leerraum zwischen deinem Aktionismus fühlst du, wie ich dir in den Nacken atme. Warmer, feuchter Atem. Aber lass dich nicht irritieren. Lass dich nicht von deinem Vorhaben abbringen. Du bist auf einer Mission. Vergiss das nicht. Du bist auf der Mission, dich davon abzulenken, dass du keine Mission hast. Wie fühlt es sich an, ein Statist im eigenen Leben zu sein? Nun, das Leben ist nun mal nicht so wie ein Film. Ja, damit tröstest du dich. Ein Pflaster auf einer klaffenden Eiterwunde, die sich über deine Seele zieht. Deine Seele, weißt du, was sie tut? Sie schimmelt. Du hast ihr die Luftzufuhr abgeschnitten. Und jetzt verwahrlost sie, wie ein trauriges, einst wildes Tier, hinter den Gitterstäben, die deine Rippen sind. Fügt sich ihrem Schicksal immer mehr. Mach noch ein bisschen so weiter. Bald wird auch die Trauer in ihren Augen erloschen sein und sie wird aussehen wie du. Wenn du im schwarzen Bildschirm dein Spiegelbild siehst. Ja, ach was soll's, es war ja nur dein Leben. Na los, nächste Folge. Are you still watching? Ja, das tust du. Doch das wird dich auch nicht von deiner Bedeutungslosigkeit befreien. Der Sumpf auf deiner Couch, der deinen Körper langsam zu einer Moorleiche werden lässt. Während deine Lungen noch atmen und dein Magen wie Chips verdaut. Es befreit dich nicht. Es lenkt dich nur davon ab. Na was? Jetzt werde ich dir zu gemein. Na, deine Schuld, was hörst du mir auch zu? Geh doch lieber raus, etwas einkaufen. Ein neues Notizbuch vielleicht. In das du denn wieder ausdruckslose Gesichter mit leeren Augen hineinzeichnen kannst. Oder du gehst in irgendeine Bar mit irgendwelchen Leuten und ihr redet über irgendwelche Dinge halt. Schau bloß nicht zu den Sternen rauf. Sonst wird die Ave des Himmels, der Epos des Alls, dich daran erinnern, dass du versuchst zu vergessen. Ich bin fies, oder? Du weißt doch auch nicht, was du tun sollst. Du schützt dich doch nur davor, dass du nicht in meinen Abgrund fällst und auf dessen Grund elendig zerschellst. Ich habe die Macht, dich psychisch zu zerfleischen. Das Gewicht der Tatsache, dass du dein Leben nicht lebst, hat die Macht, dich zu erdrücken, zu zerquetschen und dann machst du... Aber ohne zu sterben. Manchmal in den Momenten wie jetzt, wo du mir etwas länger zuhörst, als es gesund ist, schleicht sich ein Gedanke an dich an. Du hast das Gefühl, dass du irgendetwas tun müsstest. Irgendetwas Drastisches. Irgendetwas, was die Kraft hat, die Membran, die dich vom Leben trennt, zu zerfetzen. Irgendwelche verwaschenen Bilder tauchen in dir auf. Ein wildes Tier, was den Ausgang sucht, sich gegen alle Gitterstäbe gegenschmeißt. Nackt und schreiend durch die Stadt rennen, weg von etwas Totem, hin zu etwas, das noch blutet, wenn man es verletzt, um dich an deine eigene Freiheit zu erinnern, es dir zu beweisen, dass es möglich ist, dass du es dir nehmen kannst, wenn du es dir nur zu nehmen wagst, du und das Leben. Im Bett ohne Gummi, im Dreck ohne Gummi. Zusammen heult ihr den Mond an. Du hast alle Serien, die du je gesehen hast, vergessen. Doch, das kannst du ja nicht machen. Außerdem ist das doch alles viel zu abstrakt. Du könntest doch niemals... Also die Leute, die würden auch die Polizei rufen. Was soll sich denn dadurch auch ändern? Alles wird so sein wie vorher. Der einzige Unterschied wird sein, dass deine Nachbarn nun denken werden, dass du dezent merkwürdig bist. Ja. Damit tröstest du dich. Du könntest an mir verrückt gehen. Wenn du dich umdrehst und mir ins Gesicht siehst. Ich weiß. Dreh dich nicht um. Oh, schon wieder die nächste Episode. Are you still watching? Gut. Gut. Keine Sorge.
Du kannst einfach immer so weitermachen, bis zu dem Moment, wo du stirbst. Dieser schwarze Ozean wird in deinem Inneren immer weiter anschwellen, doch solange du nicht hineinsiehst, wirst du nicht drohen, darin zu ertrinken. Oder zumindest redest du dir das ein. Du spürst das Gewicht, du trägst es mit jedem Schritt und du redest dir ein, dass es das bessere Schicksal ist. Denn du kannst all dem sowieso nicht entkommen. So ist nun mal das Leben, ja, das ist dein Schlaflied. Schlaf ruhig weiter, mein Kind. Vergiss alles, was ich gesagt habe, es ist besser für dich. Du würdest ertrinken in deiner Verzweiflung. Doch was ist, wenn es doch einen Weg gäbe? Oh, nein, ich habe nur mit mir selbst gesprochen. Gute Nacht.